Gedankenkompass, der Podcast zur mentalen Intelligenz. Denn erkennen ist krasser als tun. So, einen wunderschönen Tag aus der Mitte von Deutschland. Ich bin gerade da, wo ich gerade gar nicht bin. Haha. Ja, ich kann nämlich zaubern. Ich bin der totale Magier. Also gerade eben könntest du ja den Eindruck haben, dass ich durch meine Atmung einen Berg hochlaufe. Und dass das ein bisschen anstrengend ist. Und du hättest recht damit. Das finde ich schon krass, ne? Also du hättest ja recht damit. Da bin ich nämlich gerade, wo ich diese Aufnahme aufnehme. Da gehe ich einen Berg hoch. Aber wenn ich hier ganz ehrlich bin, bin ich gerade gar nicht da. Also ich bin gerade gar nicht an dem Berg, denn ich bin nicht mal in Deutschland gerade eben. Ich bin nämlich gerade auf Bornholm mit meinen Jungs. Und wir machen Männerwochenende. Eine Männerwoche. Ja, Wochenende zu kurz. Ne? Also wir machen eine Männerwoche und gehen diese magische, wirklich magische und tolle Insel weiter erkunden. Also zwei von uns. Der dritte, der wird irgendwann hier auch leben wollen und er kennt sich schon verdammt gut aus. Aber ich entdecke immer wieder neue Plätze und so wirklich magische Plätze. Also so Plätze voller Achtsamkeit, voller Energie, wenn du das gerne möchtest. Oder wenn du sagst, ja, so Energie und so, das ist ja alles lächerlich. Dann wirst du dort andere Plätze erinnern, die dich an andere Urlaubsorte erinnern. Denn Bornholm ist wunderschön. Und ich entdecke gerne so Plätze, wo die Menschen seit 9000 Jahren hinkommen. Und dann kannst du da sitzen. Das ist ja nicht so wie in Deutschland, wo ein 3 Meter Zaun drumherum gebaut wird mit Selbstschussanlagen. Sondern du kannst wunderbar an so einen Platz gehen, dich hinsetzen und mal die Energie spüren von Plätzen, wo Menschen seit über 9000 Jahren sicher hinkommen. Finde ich sehr spannend. Und dann einfach mal in dich hineinfühlen, ohne ins Hier und Jetzt zu kommen und einfach mal, ja, dich selbst zu erfahren. Und diese Plätze sind, finde ich, besonders gut geeignet dafür. So, darüber will ich aber eigentlich heute nicht mit dir sprechen. Und doch will ich mit dir darüber reden, denn es geht immer darum, in der Beziehung, wovon bin ich absolut überzeugt? Also, was ist meine absolute Überzeugung? Und ist diese Überzeugung tatsächlich es wert, dass ich darum kämpfe, dass ich nach ihr lebe, beziehungsweise mein Leben darauf, auch meine Zukunft, rauf fokussiere? Und da gibt es eine wunderbare Geschichte. Eine Geschichte aus der Spiritualität, aus dem paganen Glauben. Die Menschen, die pagan sind oder Neuheiden, wie du, kann man die auch ausdrücken, die glauben ja nicht an einen Gott, die glauben ja an die alten Götter und lesen die Edda oder das, was halt übergeblieben ist. Also das, was die Christianisierung überlebt hat an Information, und schauen und gestalten ihren Glauben aufs Neue. Und dann gibt es da halt Geschichten von den Göttern. Und ein Gott hatte den Namen Baldr. Ich hoffe, ich spreche das richtig, Baldr. Ja? Und dem wird nachgesagt, oder über den wird gesagt, dass er ein wunderbarer Gott ist. Ein, da, wo er ist, leuchtet alles. Da, wo er ist, lachen die Menschen. Die fühlen sich gut und sind glücklich. Und er gibt allen das Gefühl, er gibt allen das Gefühl, besonders zu sein, besonders toll und besonders wunderbar. Und der hat irgendwann einen Traum. Und der Traum besagt, dass er demnächst sterben wird. Und damit geht er zu seinem Vater und zu seiner Mutter. So, sein Vater und seine Mutter sind unter den Namen bekannt Odin, also der Allvater, und Freya. Und Freya ist eine wunderschöne Göttin, ja, für Ernte und für den Sommer und ach, für alles Liebliche und Schöne. Ich
ja, also wenn du Pagan bist, du weißt, ich erzähle jetzt gut eine Geschichte, ich gehe jetzt nicht mehr tief in die Informationen rein über die einzelnen Götter, weil das würde ja ewig dauern. Also, die ist wunderschön, die ist toll und sie weiß das auch. Also sie weiß, dass sie schön ist und sie weiß, dass sie eine Göttin ist und sie weiß, ja, über ihre Qualitäten Bescheid. Und darüber rede ich ja auch in Persönlichkeitsentwicklung. Ich sage ja immer, hey, wie geil ist das, wenn du weißt, wer du bist. Ja? Wenn du über deine Fähigkeiten weißt, wenn du weißt, was für eine Aufgabe du in dieser Welt hast. Das ist doch super. An sich ist das doch riesig. Und ja, ist es auch, wenn ich so eine kleine menschliche Geschichte auch bei den Göttern reinkommt, das ist nämlich Hochmut. Hochmut über sich selbst. Sich selbst zu wichtig nehmen und seine Glaubenssätze zu wichtig nehmen und seine Einstellung zu wichtig nehmen. Und das ist halt etwas, was vielen Menschen gerade in der heutigen Zeit immer mehr passiert, denn das ist ja quasi das Einzige oder Einzigste oder Germanisten, lasst mich in Ruhe, das ist das, worauf wir uns zurückbesinnen können. Also was macht mich aus, gibt mir ja die Kraft, das kann mir ja keiner nehmen. Ja, politische Richtung, Heizung, Steuern oder was auch immer, das kann mir aufgedrückt oder genommen werden. So, aber das Wissen um mich selber, das macht nur die Demenz kaputt. Ja, eine Krankheit, also ein schlimmer Vorgang. So, und dementsprechend ist es super, sich selbst zu kennen. So, jetzt ist dann Freya da und Freya sagt, oh mein Sohn, den alle lieben. Ja, wer soll den eigentlich umbringen? Das geht ja gar nicht. Also, wieso soll der denn sterben? Aber er träumt davon und die Götter nehmen Träume ernst. Und sie nehmen auch ihresgleichen ernst. Ja, das können ja auch einige Menschen mal drüber nachdenken, inwieweit du die Menschen in deiner Umgebung ernst nehmen kannst oder nicht. Und was ernst nehmen können mit Weisheit und Persönlichkeitsentwicklung. Aber das ist eine andere Geschichte. Also beschließt Freya, die sagt, ich bin ja eine total beliebte Göttin. Einmal über die gesamte Welt, überall. Sie geht in alle Welten, also der pagane Glaube glaubt an 9 Welten, durch alle Welten und bittet jeden, also jedes Gras, jeden Riesen, alle. Sie bittet alle, jede Pflanze, jedes Tier darum zu versprechen, dass sie Balder nichts tun. Also, dass sie ihn nicht umbringen werden. Und alle versprechen das. Bis auf die Distel. Die verspricht das nicht. Die Distel sagt, warum soll ich denn das versprechen? Ja, was hat Balder denn jemals für mich getan? Also warum soll ich hier versprechen, den nicht umzubringen? Weiß ich gar nicht. Ja, kann ja sein, vielleicht tritt er mal auf mich und so und ich kann mich rächen oder so. Ich weiß es ja nicht. Ne? Warum soll ich das denn versprechen? Denn im paganen Glauben ist das anders als in anderen Glaubensrichtungen. Hier können Götter sterben. Die bleiben am Leben, weil sie einen Apfel essen. Ja, ja, ja. An apple a day, kennst du, ne? Aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. So, also kommt sie wieder nach Hause und sagt, alle haben versprochen, dass Balder am Leben bleibt. Und das freut natürlich alle Götter und alle, die da sind und sagen, wow, wie wunderbar, dieser Gott bleibt uns erhalten. Und das ist eine wunderbare Sache. Und sie verschweigt das allen, dass die Distel das nicht versprochen hat. Aber ein Gott, der Gott Loki, der, naja, für Schabernack steht und für andere Dinge im paganen Glauben, der bekommt mit, dass die Distel das nicht versprochen hat. Also geht er los und sucht erstmal ein paar Disteln. Währenddessen machen sich die anderen Götter einen Spaß raus, weil die sagen, ja, wenn du jetzt, ne, Balder, du lebst jetzt, jetzt machen wir uns einen Spaß daraus. Ich weiß nicht, was für ein Spaß das ist, aber auch das hat was mit Hochmut zu tun in dieser Geschichte. Die fangen nämlich an, Speere nach Balder zu schmeißen und mit Schwertern und Äxten auf ihn einzuschlagen, um zu testen, bleibt er am Leben. Ja, ich finde, das ist ein ganz schön hochmütiges Spiel und vor allen Dingen, warum lässt Balder das mit sich machen? Also ich würde das nicht mit mir machen lassen. Ich würde den Leuten sagen, pass mal auf, wirst du was nach mir, kriegst du von mir auch. Ne? Also, aber na, Balder ist halt ein friedlicher Typ und vielleicht auch mal zu friedlich. Ja? Und so, und er bleibt natürlich am Leben. Und der Einzige, der nicht macht, ist Balders Bruder. Der ist nämlich blind und der findet das gerade traurig, dass er nicht mitmachen darf. Also der ist ausgeschlossen aus der Gemeinschaft und ach, das ist ja doof. Und in der Zwischenzeit hat Loki aber eine Distel gefunden und macht aus der Distel eine Speerspitze. Und dann geht er zu seinem Bruder, dem Bruder vom Balder hin und sagt, hey,
willst du nicht auch mitmachen? Und er sagt, ja, würde ich gerne, aber ich bin blind, ja, ich kann das ja nicht machen. Und dann sagt der Loki, du, ich führe deinen Arm, hier hast du einen Speer, ich führe deinen Arm und du wirst jetzt auch mal und dann bist du auch Teil der Gemeinschaft. Und ne, der Blinde, der Nichtsehende übrigens, ja, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass das Blindendashing ist, sondern es geht immer, du weißt, ich habe den Hashtag, erkennen ist krasser als tun, okay? Und der passt da sehr gut rein. Also der Blinde, der will dazugehören und tut jetzt einfach, ohne dass er sich vorher ja, ums Erkennen bemüht, weil er weiß doch, dass Loki der Gott des Schabernacks ist. Der weiß, dass der immer die göttliche Ordnung stört. Das weiß der, das wissen alle Götter. Ja? So, also geht er jetzt los und lässt sich den Speer in die Hand geben und Loki führt den Speer und sie werfen und was passiert? Balder wird tödlich getroffen und stirbt. So. Und übrigens hat das dann irgendwann zur Konsequenz, dass Loki von den Göttern so gehasst wird, dass sie ihn fesseln und dass sie ihn wegsperren und quälen. Und das läutet übrigens mit das Ende der Welt ein. Also das läutet das Ende des Ragnaröks rein. Deswegen solltest du dir vielleicht einmal überlegen, ob du Quälgeister oder Menschen, die Dinge in Frage stellen oder dich in Frage stellen, wirklich immer aus deinem Leben ausschließen möchtest. Denn auch das ist vielleicht mal eine Geschichte wert, ja, sich darüber nachzudenken, was bedeutet das denn, wenn anderes Gedankengut nicht mehr an dich herantritt, wenn du nicht mehr ja, Schwierigkeiten oder Herausforderungen, die dir plötzlich gestellt werden, wenn du die nicht mehr lösen musst. Das ist auch vielleicht mal für viele Jugendliche heutzutage mal ein Stoff zum drüber nachdenken. Auf jeden Fall, ich finde es sehr weise, diese Geschichte. Ich mag die sehr. Da steckt so viel drin. Da steckt auch ganz viel drin in Teamführung. Das heißt also Achtsamkeit. Ne? Wenn zum Beispiel dein Team einmal komplett an einem Strang gezogen hat, ohne dass da jemand quergeschossen hat, dann schafft ihr etwas Göttliches. Dann schafft ihr etwas, was es wert ist, wirklich, wirklich toll gefeiert zu werden. Denn dann habt ihr mal ja, etwas geschafft, dass alle ihren verdammten Ego, ihren Hochmut, den viele, viele Menschen mittlerweile haben, einfach mal zur Seite gestellt haben und gesagt haben, wir wollen für diese Firma dieses Projekt zusammen wuppen. Und das ist meiner Meinung nach etwas, was ein heiliger Moment ist und was diesen Moment sehr besonders macht, weil der recht perfekt ist. Alle anderen Lösungen, die wir eingehen in unserem Leben, wenn da querschießende Leute sind, sind Kompromisse und Kompromisse sind nicht 100% der Lösung. Ja? So, und dementsprechend ist das auch ein Thema, worüber du nachdenken kannst. Wann feierst du das oder wann erlebst du mal einen Moment mit den Leuten, die dich umgeben, wo alles passt? Und das ist wieder ein Thema Achtsamkeit, beobachten und zu sagen, wow, das ist ein heiliger Moment. Das ist ein heiliger Moment und den können wir auch feiern, weil dort eine Gruppe von Menschen ist, die es geschafft hat, wenigstens einmal, und wenn sie es einmal schaffen, schaffen sie es übrigens auch das zweite Mal, wenn sie es einmal geschafft haben, ihren Ego zu zügeln und zusammen ein Ziel zu erreichen. Das finde ich schon ziemlich geil. Und wenn du das einmal geschafft hast als Teamleiter oder als Chef, dann solltest du mal sehr genau gucken, mit wem habe ich das geschafft und wie habe ich das geschafft? Was waren die Voraussetzungen? Weil wenn du da ein Modell für dich herausarbeitest, wirst du das eventuell schaffen, dass das öfter klappt. Ne? Also kannst du auch aus dieser Geschichte lernen. So, also ne, aus der Vergangenheit lernen heißt nicht zwangsläufig irgendwelches verstaubte Wissen. Du kannst es auf die moderne Welt machen. Bringen auch. Ne? Und in der Familie ist genau das Gleiche. Und ich habe gerade eben so eine Geschichte erlebt. Da eine Frau, die dem paganistischen Glauben, dem Neidentum, ja, daran glaubt und den Weg geht, die hat eine Eheleite gemacht. Das ist etwas ein bisschen anders. Also hat sich verheiratet nach dem alten Glauben und hat davon gesprochen, dass alle, sie waren irgendwie über 9 Hunde und sowas alles, alle waren ruhig zu der Zeit der Eheleite und sie hat diese Energie gespürt und alles war zusammen eine Einheit und das hat diesen Moment so besonders gemacht, von dem sie schwärmt. Ja?
Und übrigens, das können wenig Menschen auf ihren Hochzeiten von sich behaupten, mal so nebenher. Und das ist halt immer so ein Zeichen, dass solche Dinge auch wahrlich klappen und dass es diese Magie im Leben gibt. Wenn die Menschen es schaffen, ihren Ego und ihren Hochmut, dieses mit dir spiele ich nicht, ich bin besser als du und so weiter und so fort, mal in den Griff zu bekommen. Und das will ich dir heute mitgeben. Ich will dir heute mitgeben, was es bedeutet, hochmütig zu sein. Denn überleg mal, Freya ist als Göttin, die unbedingt wusste, wer sie war, losgegangen und hat von jedem verlangt, ein Versprechen, ja, das ist was Heiliges, ein Versprechen. Ich verspreche dir etwas, ja. Ich stelle mich in deinen Dienst, wenn ich etwas verspreche. Das ist was Heiliges. Das hat sie abverlangt, weil sie eine Göttin war. Und wusste, dass alle sie ansehen und sie mögen. Und sie hat dann auch noch das Argument Balder, den auch alle Pflanzen, alle mochten ihn, in die Waagschale reingeschmissen. Und gesagt, hey, du schützt doch ihn. Und jetzt überleg mal, wie häufig das gemacht wird heutzutage. Ja, ich muss nicht nur von Naturschutz reden, zu sagen, hey, das oberste Heilige, wir müssen es schützen. Und dafür müsst ihr müsst alle Versprechen euch in den Dienst der Sache reinstellen. Überleg mal, welche Hochmut dahinter steckt. Und welche Hochmut dahinter steckt, wenn du eventuell solche Argumente raushaust in der Firma, bei anderen Leuten, wenn du ein Ziel erreichen willst. Und welche Glaubenssätze das sind, die dich hochmütig sein lassen. Und auch zu erkennen, dass die Gefahr des Wissens um sich selber. Und dann sind wir, ich habe vor ein paar Wochen ja auch über Forrest Gump gesprochen, ja, sind wir wieder bei Forrest Gump, der wusste das nämlich nicht. Und dann sind wir wieder in einer Umkehrlage und jetzt kannst du sehen, uraltes Wissen mit Hollywood und ergibt alles irgendwo immer einen Sinn. Ja? Der wusste das nicht und war nicht hochmütig. Also Hochmut ist etwas, was uns verleitet. Und sobald du merkst, dass du zu sehr auf dich oder deine Fähigkeiten, deine Besonderheiten in die Waagschale wirfst, wenn du das übertreibst, dann ist das immer ein Zeichen von Hochmut und es ist immer ein Zeichen von geringem Selbstwert. Und du solltest bitte immer schauen, ist das Wissen um mich selber kongruent oder geht das in Verbindung mit meinem Wert von mir selber? Denn in dem Moment, wo das nicht der Fall ist, wirst du ganz automatisch in irgendeiner Form hochmütig werden. Und das werden Menschen merken. Und wenn du weißt um dich selber und du bringst alles in eine Waagschale rein, dann wirst du merken, dass du ruhiger wirst. Und dann wirst du merken, dass du nicht mehr so schnell getriggert wirst. Und du wirst merken, dass du viel klügere Entscheidungen in deinem Leben führst oder führen wirst. Und du wirst auch sehen, dass so dieser Alltagswahnsinn oder diese Steine, die dir ständig irgendwie in den Weg gelegt werden, dass das weniger wird. Ja, so, einfach mal drüber nachdenken, denn Hochmut, kennst du ja, kommt vor dem Fall. Und ich wünsche dir, dass du nicht wegen Hochmut fällst, sondern weil du was ausprobierst und hast vielleicht mal eine Fehlentscheidung getroffen und du weißt und kennst um dich und kannst wieder vernünftig aufstehen, weil das ist der Weg, den das Leben uns gibt, zu großer Weisheit. Und ich wünsche dir eher das, als dass irgendjemand von dir sagt, dass du hochmütig bist, denn das ist kein Kompliment. So, für heute sage ich, bis dann, der Jan.